Hallo Minecraft, willkommen zu Minecraft Sky Factory. Ja, unser heutiges Ziel ist ganz klar. Moment, muss mich kurz orientieren. Ganz klar, einige Erdblöcke zu machen. Die zu sieben. Und möglichst viele Steine daraus zu bekommen, damit wir die Steine zu dem Hammer machen können. Und dann den Hammer nutzen können, um aus Gravel Eisen zu gewinnen. Also Eisenbast. Um endlich eine Schere bauen zu können, womit wir das Laub viel einfacher wegkriegen und auch vorteilhafter. So. Ich fange jetzt einfach mal an, hier die ganzen Bäumchen abzuernten, weil viel mehr bleibt mir auch nicht übrig. Und mit dem Hammer und dem Eisen, ja genau, da machen wir uns eine Schere und dann kommt da hoffentlich was Schönes bei raus. So. Ich hoffe, dass wir dieses Tagesziel auch wirklich erreichen können. Der große Baum wird mir nicht unbedingt dabei helfen, weil dafür brauchen wir einiges an Material. Ach Quatsch, was mache ich denn? So, wir bauen uns jetzt gleich hoch. Nein! Um den Baum hier zu Leibe zu rücken. Oh, aufpassen. Nicht runterfallen. Ja, ich sneak jetzt einfach mal, damit ich sicher bin. Außer da ist natürlich ein Loch. Dann kommen wir nicht weiter. Aber wir geben Gas. Wir müssen uns dafür noch einen Hammer machen. Aber das wird mit den Steinen alles kein Problem. Ich finde es bei Sky Factory der Reiz, weshalb ich mich dafür entschieden habe, ist ganz einfach. Man fängt bei Null an. Man muss sich wirklich alles per Hand erarbeiten. Ja? Man hat nicht irgendwie schon mal irgendwas. Kann nicht einfach farmen gehen. Sondern wir müssen uns wirklich von Null auf alles craften. Wir hatten ja am Anfang nur das Bäumchen und mehr nicht. Und das ist so die Herausforderung, auf die ich hier im Speziellen ganz schön scharf bin. Auch hier ist es so, wir werden Maschinen brauchen und hier bin ich auch interessiert, welche zu erstellen. Ja? Nicht so wie wenn ich sonst Minecraft gespielt habe, wo ich immer gesagt habe, Maschinen brauche ich nicht, das nervt mich bloß, ich will nur bauen. Ja,
Aber hier ist es ein bisschen anders. Ja? Da habe ich Bock drauf. Und da brauche ich sie auch einfach. Weil sonst habe ich irgendwann... Überlegt mal, ich müsste hier jedes Mal so ein Bäumchen abbauen. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu nervig. Ist schon gut, aber da geht noch mehr. Bin mal gespannt, ob ich das Sapling hier erreiche, wenn der Baum weg ist. Wir sind auf einem guten Weg. Ich muss auch sagen, ich gebe Vollgas gerade. Ja, ihr merkt ja, ich spreche kaum, ich bin konzentriert, dass ich jeden... dass ich jeden Laubblock erreiche. Holz wird man nach der Aktion auch wieder einiges haben. Es ist auch Absicht, dass ich da unten nicht gleich nochmal einen Baum gepflanzt habe. Ja? Ich will jetzt erstmal den hier platt machen. Und dann können wir gucken, was wir weitermachen. Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich mal runter, sonst verliere ich die Sachen, die unten liegen. Weil die spawnen sonst. Ist ja hier wie ganz normal in Minecraft, nehme ich mal an. Wenn ich hier runterfall, dann kriege ich Schaden. Deshalb baue ich mich lieber runter. Was ist schon? So will es gar nicht runtergefallen dann wohl. Wir füllen gleich mal hier die Barrels. Da haben wir noch drin, 24 können wir nutzen. Achso, wir müssen uns wieder eine Axt machen. Nein. Achso, schlafen, doch, schlafen können wir auch mal. Ausnahmsweise, so. Ich wollte gar nicht schlafen, ich wollte mir eine Axt machen. Falsch, so. So,
das letzte Holz voll hier, auch von dem Riesenbaum. Ich denke, eine Plattform bauen für Holz machen wir jetzt noch nicht. Also so eine Baumfarm. Damit lassen wir uns jetzt dann gleich noch ein bisschen Zeit. Hier wird auch gleich wieder kaputt gehen. Zing. Aber Holz haben wir ja im Überfluss fast. Im Moment zumindest. So, dass es alles gar kein Problem ist. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Eins können wir noch machen. Dann pflanze ich doch noch mal Bäumchen an. Einen können wir uns noch leisten. Die 6 Erde hauen wir hier durch ein Sieb. Hoffen, dass wir natürlich möglichst viel Steinchen rauskriegen. Wir brauchen 2. Lass mich mal kurz überlegen. Ja, 2 komplette, also 8 Steinchen brauchen wir. Sugarcane und Melonsamen und einen normalen Sieb. Das ist ja cool. Habe ich gerade gar nicht so mitbekommen. So, also. 7. Dann können wir uns einen Hammer machen. Und dann können wir hier das. Hier. In Gravel können wir nämlich dann 7. Und jetzt hoffe ich, wirklich, dass ich da Eisen rauskrieg. Und da kam nichts raus. Ein Eisen. Ein Broken Iron. Mit Shift R auf dem Objekt kann man nämlich sich anzeigen lassen. Okay. Na, da brauche ich noch einiges, ey. Ich dachte, das geht ein bisschen schneller. Dann ist ja gut, dass ich doch wieder Bäume gepflanzt habe. Oh Gott. Dann können wir nochmal 2 Cobblestone machen. Noch ein Eisen. Es ist schon mal gut. Ja, wir wollen ja auch nicht zu viel hier. Zu viel verlangen. Cool, 2 Bäume wieder gewachsen.
stelle ich jetzt mal dahin die Fässer. So, die Bäume machen wir jetzt nochmal weg. Und dann war es das auch schon wieder für die nächste Folge. Unser Ziel haben wir leider nicht ganz erreicht. Das war einfach, ja. Ich wusste nicht, dass wir so viel Broken Iron brauchen. Aber in der nächsten Folge könnten wir das hinkriegen. Kein Holz. Ja, von diesen Crocs brauchen wir einige, zumindest am Anfang. Boah, jetzt habe ich aber Glück gehabt, dass ich hier noch zwei Setzlinge habe. Jetzt hätte ich wieder auf die anderen Bäume warten müssen. Das will ich noch durchhauen, das habe ich noch kurz durch den Sieb. Da wird zwar eigentlich nicht wirklich was bei rauskommen. Ey, den habe ich doch gerade erst gepflanzt. Boah, das gibt eine Aufgabe wieder nächstes Mal. Doch, ich kann noch. Boah. Wenn da jetzt dann noch ein Eisen rauskommt, dann haben wir die Folge ein Eisen gecraftet. Bitte, 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 drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen. Nein, Kupfer. Ah, schade. So, das soll es aber für diese Folge gewesen sein. Hier sind schon wieder zwei Bäumchen gewachsen. Das geht gerade ruckzuck. Und aus dem Baum da wird man auch ordentlich Saplings wieder rauskriegen, dass wir Erde machen können. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung da. Essen kriegen wir auch gut. Wir haben einen Haufen Äpfel. Das lässt sich sehen. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, Minecraft.